Wir sind gleich bei deiner Position. AJ, wir werden von Soldaten. Auch wirklich von hier. AJ, beschütze die Pioniere. Hätte ich mir schon nach der ersten Kanone einen Checkpoint geben können, aber gut. Na, machen wir eben nochmal, ne? Hat mir sonst nichts zu tun. Wirklich an mir vorbei. Schwachsinn. Und neuer Versuch. Na, wo kommt ihr her? Wo bleibt ihr? Was macht ihr? Was soll das? Und kann ich hier drin bleiben? Bessere Frage. Wenn's ja gleich knallt. Da runterrutscht. Das war schön. Bleib hier drin. Echt verfehlt habe, ist es so lächerlich. Danke. Jetzt kommt der nächste von unten. Moment, aber die kriege ich auch so weg. Wo bist du? Na da. Sieht doch gerade gar nicht so schlecht aus, oder? Oder? Gib uns Deck von vorne, ich mach alles, was ihr wollt. Bei euch tue ich doch alles. Kann ich bitte klettern? Ah, warte, ich hätte auch hier hingekommen. Den freshen Multikill. Als ob die mich sehen. So, nachgeladen. Gut, für den schweren tue ich doch alles. Und der letzte. Der ist da drin. Da oben, da drauf. Was? Wo ist er? Sind immer abgelenkt. Und tschüss. Der letzte, nehme ich an. Die letzte Kanone. Die war irgendwo hier oben, ne? Ich weiß schon gar nicht mehr, wo die war. Ach, da, genau. Wo ist der Helikopter? Nirgends. Takedown. Ich komme aus dem Gebiet und fliehe. Uiuiui. Aber immer noch. Woo. Aber mit Style. Das war's.
Du bist in Sicherheit. Ohne dich hätten sie Utkarsh dem Erdboden gleich gemacht. Ja. Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, wie viel sie dir verdanken. Das ist wohl wahr. Und nun erledige alles, was du noch zu erledigen hast. Denn danach brauche ich deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Fürs Finale? Und danach klingt's ein bisschen. Aber ich will die finale Mission gar nicht machen. Adler? Ja, ich sehe ja. Ja, das sehe ich hier, aber das meine ich gar nicht. Wegen Adler, ich wollte mich verarschen. Doch, da ist ein Adler, jetzt aber. Ich glaube, das erste Mal, dass ich einen Adler gefickt habe, bevor er irgendwas machen konnte. Oh ne, der ist gar nicht auf mich gegangen. Womit habe ich das verdient? Beschütze dich selbst. Los. Von mir aus. Was bist du eigentlich? Bist du ein Verkäufer oder was bist du? Ja, bist du. Ja, das ist doch nett, Junge. Währenddessen, ich könnte die Kisten nochmal machen hier. Dann komme ich vielleicht auf 400.000. 50 Jahre altes Scotch. So, wo sind wir denn gerade? Was wollen wir gerade machen? Ich glaube, mal schauen. Ja, vielleicht für heute können wir vielleicht noch uns die beiden vornehmen. Oder wir. Das Ding ist, ich krieg von denen große Mengen Geld, die ich aber nicht mehr brauche. Ich bin auf dieses Geld einfach nicht mehr angewiesen. Deswegen, ja. Schwer. Ja, 50 Jahre alter Scotch natürlich. Der bringt was ein. Uni ist voll. Was können wir denn kaufen? Was können wir denn uns für 400.000 leisten? Innenbeleuchtung, Garten. Ja, wir können beides machen. Innenbeleuchtung und Garten. Das wäre doch was. Ich sehe nicht, was sich verändert hat, aber gut. Ja, das ist doch schön. Nicht, dass ich die Pflanzen bräuchte, aber ich hab sie. Ist doch immer gut zu wissen. Toll, toll. Fast wohne ich. Jetzt fehlt nur noch der Schrein, den ich nicht brauche. Ach stimmt, ich habe eine Schweinefarm. Ja. Hast vergessen. Brauche ich Schweine für irgendwas? Nee, ne? Ich glaube nicht. Bären, Schneelöb, Königstiger, ne. Ja, mit den kleinen Mengen Geld hier, fragwürdig. Ich glaube. Longinus könnte ich auch machen, aber habe ich da Bock drauf? Schneller nachladen wäre halt schon ganz geil. Hm. Das ist L. Will ich da hinfliegen? Es ist schon ziemlich weit, aber... 2000? Ach, können wir eigentlich machen, komm, warum nicht? Hier nochmal schön Überblick über Kyrat. Wenn wir 2500 Meter fliegen. Schön. Was? Doch wenn ihr mich da gesehen habt, könnt ihr mir am Arsch lecken. Was wollt ihr denn? Achso, ja, wir sind gleich da. Vielleicht machen wir erstmal Zwischenstopp.
Und hier gibt es Dinge. Die ich unter Umständen gerne hätte. Zum Beispiel diese Kiste. Und irgendeine Maske ist hier auch. Das klingt ganz wunderbar, nicht wahr? Wohl wahr, kann ich euch platt machen? Aber diesen grün, das soll ich nicht. Nee, langweilig. Ein Rothund, wie süß! Wie lächerlich, wollte ich ja sagen. Wo ist diese dritte Scheißkiste jetzt? Dritte Kiste. Ah, hier ist eine Maske. Ah, ich muss ihn nur erschießen. Zerschießen. Das ist gut zu wissen. Und viele von denen wäre ich wohl nicht rangekommen. Ja gut, diese Kiste, da pfeifen wir jetzt mal drauf. Gehen wir weiter. Noch ein Schnipser, das hat sich nur gerade angeboten. Bildbetrachter. Maxi-Binde. Kameralinse. Und das hier. Was auch immer das ist, aber es war in der Nähe. Benutzt die Kerze. Ein bisschen Munition. Zum Spielen und Schokolade. Ja, ja. So, und jetzt Longinos, um das schnell nachladen zu bekommen. Wie viel kostet das eigentlich? Steht es schon da? Ne, steht nicht da. Aber dafür macht man es doch gerne. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal des Todes, fürchte ich nichts Böses, denn du bist bei mir. Psalm 23, Vers 4. Wie schön, dich zu sehen, AJ. Willst du Gottes Werk verrichten? Ich schätze schon. Ich muss dir etwas gestehen, AJ. Ich fürchte Böses. Nicht Böses von anderen Menschen, denn damit kann ich schon umgehen. Nein, es ist das Böse in mir selbst, das ich fürchte. Erinnerst du dich an meine Sünden? Das grausige Geschäft, von dem ich sprach. Warlord, ja. Diamanten. Ja! Und das Blut des Lamms wäscht alle Sünden fort. Doch um mich vollständig zu läutern, muss ich aufrichtig bereuen und Buße tun. Es gibt mehr dieser Sünden in Kirat. Und wir müssen sie aufspüren. Finde zuerst ein verlorenes Schaf. Folge ihm bis zu einem Gewölbe. Bring mir, was du darin findest. Verstanden. Und er ruft seine Freunde und Nachbarn herbei und spricht: Freut euch mit mir, denn ich fand mein verlorenes Schaf. Geschichte vom verlorenen Sohn. Okay. Wie weit ist das weg und will ich fliegen? Ich glaube, ich will fliegen. Wenn ich einsteigen dürfte, das wäre sehr nett. Er sieht aus, als müsste ich erst runter und wieder hoch, deswegen. Nehmen wir mal den Gyrocopter. Um das zu umgehen. Folge den Schmuggler zu seinem Ziel, ohne bemerkt zu werden und ohne sich zu weit zu entfernen. Nehmen wir einen Schlüssel ab, um die Blutdiamanten zu bekommen. Alles klar. Ist zu weit entfernt. Vorne, ich bin schon da. Wenn ich einsteigen könnte, wäre es noch viel cooler.
wurde entdeckt. Folge ihm nur zum Gewölbe. Ich mache alles, was ihr wollt. Muss ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen schneller fahren. Okay. Das ist aber zu weit entfernt, dass ich fahre doch schon so schnell ich kann, Mann. Dann darf ich es gleich nochmal machen, weil ich nicht wusste, was passiert, was ich tun soll. Okay. Checkpoint, wunderbar. Du hast schon verloren. Hab ich das? Glaubst du das? Hab ich vielleicht wirklich? Danke, Ryan aus Kessel. Vor dann doch immer zu hören. Lächerlich. Wie dumm einfach. Ah, jetzt habe ich das schnelle Nachladen gebraucht. Ich habe einen Checkpoint, also scheiß drauf. Oh, aber das war dämlich. Außerdem habe ich mir keine Spritzen gekauft, fällt mir gerade ein. Und keinen Körperpanzer. Na gut, den Körperpanzer hätte ich auch so bekommen können. Einfach indem ich an meinem Haus da den, ja, gratis Körperpanzer mitnehme. Die ganzen Typen scheinen schon tot zu sein. Oder haben noch gar nicht angefangen. Schlüssel. Gewölbeschlüssel, alles klar. Wollen wir uns doch mal bedienen. Ich sollte vielleicht kurz nachladen. Diese Waffe habe ich nicht ausgewählt. Nein, 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 nein. So was machen wir erst gar nicht. Falschen Waffen auswählen. Vor allem so ein Schuss halt auch gar nicht. Ja, dann wissen wir überhaupt nicht, dass ich jetzt hier bin, natürlich. Ja, was soll ich jetzt hier? Ja, Waffen, aber das will ich gar nicht. Ah, da. Das sieht aus wie ein Diamant. Entkommen, das ist eine meiner leichtesten Übungen. Ich weiß nicht, wo ich lang. Psst. Scheiße, wo komme ich hier raus? Fuck! Bin ich dumm? Wie komme ich hier raus? Hallo? Da, danke schön. Ich glaube, bleibt jetzt nur ein schweres Geschütz. Zum Beispiel sowas. Nur ein Auto treffen. Wir können nicht fliehen. Oh, da. Ach, bin ich es also? Das hätte ich ja nicht gedacht. Das ist ja übertrieben krass. Und wiedersehen. Ja, Leute, Freunde, läuft doch. Fährt doch, was auch immer. Zum Übergabepunkt. Wo ist der schon wieder? Der ist hier. Fahr ich besser zurück. Ich hoffe, dass ich nicht allzu hart gefickt. Ich habe mir doch Spritzen gekauft, was? Oder ich habe eine gefunden, das kann auch sein. Hm, wer weiß. Warum wird mir eigentlich keine Route angezeigt? Das finde ich unfair. Ich muss mir den scheiß Weg hier selber merken. Hier rum. Ich glaube, jetzt muss ich noch der Straße folgen.
Oder muss ich? Doch, ich glaube schon. Ich vertraue mal der Straße. Ich vertraue dem Weg. Was war der Weg? War das aus diesem Spiel oder war das aus Fahrenheit? Der Weg. Okay, danke fürs doppelte Aussteigen. Immer cool. Hat mich gefreut. 45.000, jawohl. Und fähig Magazin-Jongleur oder was auch immer. Das würde ich gerne mal austesten gleich, aber erstmal. Suche ich diese Kiste hier und nimm sie. So, probieren wir mal. Easy, Boys! Also, es ist schon schneller. Ich weiß nicht, wie viel schneller es ist, aber. Doch, schneller. Schneller, doch. Machen wir noch einen Außenposten. Und ein Glockenturm wäre vielleicht auch nicht schlecht. Habe ich einen Gyrokopter oder irgendwas, um mich fortzubewegen? Nein. Wo habe ich denn was zum Fortbewegen? Hier? Als ob es hier nirgends ein Auto gibt oder so. Das kann mir ja keiner erzählen. Hier kann ich noch eine Maske mitnehmen. Machen wir erstmal das. Bin ich auch gleich beim Shop und so. Dann können wir jetzt überlegen, was wir noch machen. Weil Zeit für irgendwas heute haben wir schon noch. Da ist er schon. Wie ich jetzt schon wieder fast 200.000 habe. Ist eigentlich mega lächerlich. Hallo? Danke fürs Auto, Freunde. Das ist ja zu freundlich. Das werden nie normale Haustiere. Klar, nimm meinen Wagen. Kein Problem. Dankeschön. Hier, Gabi Rayrunner und ich wende mich jetzt mal direkt an Pagan. Hörst du mir schon zu? Wieder? Du blödes, ungeficktes Stück Scheiße einer sibirischen Bergziege, du arschlochgefickter Hurenficker, du! Du Fickfrosch! Wie fühlt es sich an, zu wissen, dass man versagt hat, hä? Und ich sage das jetzt nicht, weil ich von einer unbekannten Station sende, die du niemals finden wirst. Nein, natürlich. Ich sage das, weil jeder... Ich sage das, weil jedem es scheißegal ist. Und ich gerne diese Maske hätte. Und diese beiden Kisten natürlich. Oh. Yalung is watching. Okay. Und... Hier ist eine Kiste. Und hier ist eine Kiste. Was wollte ich damit überhaupt bezwecken? Ich weiß es selber nicht mehr. Na gut, jetzt kann ich gleich zu diesem Kontrollpunkt. Jetzt muss ich auch nicht mehr Rücksicht auf irgendwas nehmen. Abgesehen davon, dass das Wegstück, was mir auf der Karte angezeigt wird, irgendwie nicht richtig aussieht. Aber ich weiß auch nicht, warum. Abgesehen davon, dass ich falsch fahre. Ja, die Richtung ist schon mal besser. Fangen wir jetzt mal hier hin. Ist hier auf der Karte ganz komisch. Was soll denn das? Was soll es? Was wollt ihr? Was macht es? Wo fahre ich überhaupt genau lang gerade? Ist mir alles sehr suspekt. Ihr hört freies Kürat und wisst ihr was? Ravi Rayrunner fühlt sich gut. Veränderungen liegen in der Luft, Leute. Veränderungen. Woo! So, wohl ein bisschen knapp. Und ich hätte auch gemusst für die Maske. Scheiße. Kann ich dann nochmal hochklettern?
Was will ich überhaupt bei der Maske? Was? Schwachsinn. Wo wollte ich überhaupt hin jetzt? Warte mal. Ich wollte zu diesem fucking Außenposten hier. Okay. Das wäre ein Auto, ganz cool. Wo ist ein Auto? Da hinten, da komme ich auch nicht ran. Dann laufen wir eben. Kein Auto. Da steht doch ein Auto. Was will dieses Spiel mir erzählen? Hältst du mich für dumm oder so? Ich halte diese Wölfe für dumm, aber das ist was anderes. Wie wäre echt noch das gute alte Pagamin-Radio? Das wird mir fehlen, wenn ich es bald ausradiert habe. Ein bisschen. Die Musik ist gut. Das war's auch schon. Da ist noch ein Auto. Ich meine, gut. Eine Ankündigung des Ministeriums. Ja, das Ding ist noch vernebelt, also. Es macht schon Sinn, dass man diese Fahrzeuge noch nicht sieht. Pagamin ermahnt alle loyalen Kurati, in dieser krisengeschüttelten Zeit zu Hause zu bleiben. Wenn ihr wollt, wenn ihr meint. Mach doch. wie das Auto es echt bis dahin geschafft hat, schon. So, Freunde, wollen wir jetzt oder wollen wir jetzt? Ich werde zumindest versuchen, ohne Alarm zu machen, weil das spart mir Munition und Zeit und Nerven. Was? Da war doch gerade einer. Von mir aus. Dich habe ich drauf. Da hinten sind auch zwei. Okay. Die Verstärkung ist so gut wie da. Okay, muss ich nur noch sagen, wo er hin soll. Nämlich da. Schauen wir uns das mal an. Hier kommt Hilfe! Okay. Wird auch angegriffen oder sagt er sich nicht? Brauche ich nicht. Wer, ey, erlöst wen? Ich glaube, du hast ihn immer alle. Der Rebell ist tot, kein Problem. Darauf habe ich ja angezielt und abgezielt und angespielt. So, wo ist denn der zweite Lamp? Warum habe ich die nicht markiert eigentlich? Das war dumm. Fuck, ich gehe nochmal hoch. Vielleicht kann ich dann noch einen zweiten holen. Hm, aber ich brauche einen Punkt, von dem aus ich was sehe. Hilfe ist unterwegs! Kommt um die Ecke? Du bist gleich nur noch ein weiterer toter Bastard! Ich schlage Alarm! Du bist tot! Den hätte ich takedown können. Hab ich nicht. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Ja, das lief ja nur sehr bedingt optimal. Du bist das! Kleines Stück Scheiße. Ich bin schön, wie der Rebellen auch da ist. Der schlägt sich ganz gut. Hey, Bro. Nein, falsche Waffe.
Ja, lief, ne? Kein Alarm, immerhin. Ich wundere mich, warum. Wahrscheinlich waren die zwei anderen auch auf den Dächern oder so und da war keiner mehr. Wer weiß.